ist der Kerl, den ihr aus dem Weg räumen sollt. So wie der aussieht, hat er's verdient, umgelegt zu werden. Einfach umlegen oder sollen wir es als Unfall tarnen? Die Experten seid ihr, denkt euch was aus. Ich lasse euch freie Hand, Hauptsache er stirbt. Über die Bezahlung waren wir uns ja wohl einig. Und ich zahle jedem von euch zusätzlich eine saftige Prämie, wenn ihr den Job erledigt habt. Klingt gut. Na, fantastisch. Dann hat sich der weite Weg aus Indien hierher für mich wenigstens gelohnt. Natürlich. Wir haben keine Kosten gescheut, um die Allerbesten auf diesem Gebiet für den Job anzuheuern. Es darf auf keinen Fall etwas schiefgehen. Sie machen viel zu viel Wind um die Sache. Wozu brauchen Sie drei Männer, um einen einzigen Mann umzulegen? Das ist doch vollkommen lächerlich. Unterschätzen Sie ihn nicht. Wir haben schon alles Mögliche versucht, um Zorro auszuschalten, aber es ist uns bis jetzt nie gelungen. Dieses Mal wollten wir sicher gehen, dass es klappt. Und wenn das der Wahrheit entspricht, was man sich über eure Qualitäten so erzählt, dann dürfte er ja wohl kaum eine Chance haben. Adios, Zorro. Heute im Sonderangebot. Fische, Fische, mal ein Kiste von den Ringern zu Hause liegen lassen. Aha, verflixt noch mal. Lass sofort deinen Finger wieder los, du blödes Vieh. Du blödes Vieh. Aua. Ich kann man nicht eine Minute alleine lassen. Du machst nur Blödsinn. Was kann ich denn noch? Tja, das ist immerhin ein Beweis, wie frisch meine Sachen sind. Was darf es denn sein? Packen Sie mir doch bitte drei von diesen kleinen Biestern ein, ja? Ja, sofort. Hey, Diego, jetzt hilf mir doch endlich mal. Oder hast du etwa vor, mich so rumrennen zu lassen? Nicht, steht dir ganz gut. Komm, lass mich mal sehen. Sei vorsichtig. Na, wer sagt's denn? Da haben wir ihn doch schon. Sieh dir das an, der Finger ist ganz dick geworden. Sei froh, dass er überhaupt noch dran ist. Tatsächlich, er ist es. Theo, warte doch. Was für eine Überraschung. Erkennst du mich nicht? Diego. Gibt es das? Es freut mich, dich zu sehen. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Weißt du das, Diego? Was machst du hier? Dumme Frage. Du bist von der Armee hierher versetzt worden. Stimmt's, ja? Nein. Ich bin nicht mehr bei der Armee. Wieso denn das? Ach, weißt du, das ist eine lange Geschichte. Die erzähle ich dir ein anderes Mal, wenn wir mehr Zeit dafür haben. Dann sehe ich mir auch mal deine Fechtkünste an. Also dann. Bis bald! Da bist du ja. Wer war das denn? Ein alter Freund. Wir haben in Spanien zusammen studiert. Ach ja? Ja, er war es auch, der mir damals in Spanien das Fechten beigebracht hat. Konzentrier dich, Diego! Deine Beinarbeit lässt zu wünschen übrig, du zappelst zu viel! Ich bin einfach kein Gegner für dich. Du wärst um einiges besser, mein Junge, wenn du nicht immer so rumzappeln würdest. Er war ein begeisterter Fechter und mit Abstand der Beste, den ich je gesehen habe. In jedem Jahr wurde von der Universität ein Fechtturnier veranstaltet und er hat alle gewonnen. Er scheint ja wirklich gut zu sein. Sag mal, meinst du, dass er dich jetzt auch noch besiegen könnte? Aber klar, überhaupt keine Frage. Weißt du, er hat seine ganz spezielle Technik. Tja, ich bin nun mal kein ebenbürtiger Gegner für ihn. Aber ich kann ihn trotzdem irgendwie überhaupt nicht leiden, Diego. Warum denn nicht? Keine Ahnung, einfach so. Du bist mir ja vielleicht ein komischer Kauz. Haltet euch bereit, Männer, morgen ist es endlich soweit. Alles klar. Kommt Zorro dann her, oder was? Unsinn. Wir werden ihn unter einem Vorwand in eine Mine außerhalb der Stadt locken. Dann gehört er euch. Mit dem werde ich allein fertig. Habt ihr gehört? Ich übernehme den Kerl. Tja. Einverstanden, Theo? Wenn du unbedingt willst. Aber die Prämie gehört dann auch mir allein. Freu dich bloß nicht zu früh. Ich glaube, wir sollten diesem Muskelprotz vorsichtshalber auf den Fersen bleiben. Das macht er jedes Mal mit uns. Es wird langsam peinlich.
Hau schon ab oder ich mach Kleinholz aus dir! Wann werdet ihr endlich begreifen, dass ihr euch etwas Besseres einfallen lassen müsst, wenn ihr mich reinlegen wollt? Wieso verfolgen wir ihn denn nicht? Unser Befehl lautet so. Bei der Mine abpassen, aber nicht verfolgen. Das hat mir der Kommandant ausdrücklich gesagt. Frag mich aber jetzt nicht, warum. Ich weiß es nämlich nicht. Nicht zu erledigen wird ein Kinderspiel, Zorro. Zur Hölle! Mist! Wie hat er das denn gemacht? Na warte! Ich krieg dich! Du entkommst mir nicht! Bitte, wer sagt's denn? Er hat mich reingelegt! Tut mir leid, Fremder, aber du hast mir keine andere Wahl gelassen. Ich habe mich nur zur Wehr gesetzt. Das werden Sie gleich wiederholen müssen. Es ist mir ein Vergnügen, gegen Sie anzutreten. Zorro! Oh mein Gott! Was ist los mit Ihnen? Warum verteidigen Sie sich nicht? Ich verstehe das einfach nicht. Warum macht Theo so etwas? Hey, wieso verteidigen Sie sich nicht? Ich kann einfach nicht. Dann machen wir ein Ende! Ist Ihr Kampfgeist endlich erwacht? Nicht schlecht! Gar nicht schlecht! Ja! Hier soll's recht sein. Wenn Zorro ihn auch noch fertig macht, wird er so am Ende sein, dass ich leichtes Spiel mit ihm habe. Und wenn Theo gewinnt, habe ich eine Menge Geld verdient, ohne auch nur einen Finger krumm gemacht zu haben. Mein alter Kumpel ist immer noch verteufelt. Ich sollte besser verschwinden. Deine Beinarbeit ist einfach miserabel. Du zappelst viel zu viel rum. Das kommt mir bekannt vor. Woher nur? Raus mit der Sprache. Wer bist du wirklich? Deine Art zu fechten kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist doch nicht möglich. Du bist doch nicht etwa...
Warum beschützt du ihn? Wir sollen ihn töten. Verschwinde, Aja. Er gehört mir. Das wollen wir doch erst mal sehen. Leg dich nicht mit mir an. Er haut ab, hinterher! Hier geblieben! Wie bitte? Verflixt! Er ist uns entwischt! Er ist es. Du stellst dich schlimmer an als ein kleines Kind. Was ist passiert? Bist du mal wieder über deine eigenen Füße gestolpert? Unsinn, nein, ich bin eine Treppe runtergefallen. Ich war in Eile, musst du wissen. Das sieht dir ähnlich. Nanu, was denn? Willst du etwa schon wieder gehen, Lolita? Ja, ich bin eigentlich nur hergekommen, um Diego zu fragen, ob er morgen mit mir tanzen geht. Aber daraus wird jetzt wohl nichts. Auf Wiedersehen, Maria. Ich kann es einfach nicht fassen, wie dieser Typ dich zugerichtet hat. Der muss aber ganz schön was drauf haben. Ja. Ich begreife nicht, warum er das tut. Sieh mal, da ist Besuch für dich, Diego. Besuch für mich? Was willst du hier? Du bist also wirklich der berüchtigte Zorro. Bist du etwa gekommen, um den Kampf zu Ende zu bringen? Soll das etwa heißen, dass er es gewesen ist? Ich will dich nicht töten, glaub mir, Diego. Ich wurde auf Zorro angesetzt und nicht auf dich. Und wenn du dein Doppelleben als Zorro aufgibst, hat sich die Angelegenheit von selbst erledigt. Das werde ich niemals, das kannst du nicht von mir verlangen. Sei nicht so dumm, oder willst du etwa jetzt schon sterben? Das wäre es mir nicht wert. So würdest du bestimmt nicht reden, wenn du wüsstest, was für Zustände in diesem Land herrschen. Die Menschen hier werden von Angehörigen der Armee wie rechtlose Sklaven behandelt und von skrupellosen Geschäftsleuten gnadenlos ausgebeutet. Und Zorro kämpft im Namen der Unterdrückten für die Gerechtigkeit. Er ist ihre einzige Hoffnung, verstehst du das nicht? Für Gerechtigkeit. Was für ein aussichtsloses Unterfangen. Ach, meinst du? Ich kann mich aber noch sehr gut daran erinnern, dass du früher einmal anders darüber gedacht hast. Hä? Komm schon, ich stelle nicht so an. Lassen Sie mich los! Ich werde dir auch ein Bier! Unverschämtes Gesindel, es ist unfassbar, was die Soldaten sich alles herausnehmen. Unternehmen wir was dagegen. Im Ernst? Du weißt doch, was uns blüht, wenn wir uns mit den Soldaten anlegen. Ist mir egal. Wollen wir unsere Degen für die Gerechtigkeit schwingen? Klar! Wir haben uns wacker geschlagen, findest du nicht auch? Wir hätten sogar gewonnen, wenn diese Feiglinge fair gekämpft hätten. Danach hast du beschlossen, zur Armee zu gehen, mit dem festen Vorsatz, Karriere zu machen und mit diesem Gesindel aufzuräumen. Du wolltest dafür kämpfen, dass die Rechte der Menschen nicht mit Füßen getreten werden. Weißt du das noch, Theo? Oder hast du das alles etwa mittlerweile vergessen? Nein, vergessen habe ich das nicht. Aber seitdem ist sehr viel Zeit vergangen. Man verändert sich mit den Jahren. Das bringt das Leben nun mal so mit sich. Und was hat dich so verändert? Ich habe kapiert, dass die Welt den Leuten gehört, die das Geld haben. Das ist das Einzige, was zählt. Je mehr du anhäufst, desto unangreifbarer wirst du. Und dahin werde ich nie kommen, wenn ich mich für die armen Unterdrückten einsetze. Ich glaub's einfach nicht. Die Armee knebelt dieses Land. Na und? Was kümmert mich das? Habe ich dir damals eigentlich erzählt, wie mein Vater geschuftet hat? Und das nur, um mein Studium zu finanzieren? Kurz vor meinem Examen wurde er schwer krank und musste sterben. Nur weil er sich keinen Arzt leisten konnte. Als ich wieder nach Hause kam, hatte man ihn schon begraben. Und aus meiner Mutter war eine alte Frau geworden. Sie hat mir dann erzählt, dass sie alles Mögliche versucht hat, um das Geld für eine Operation aufzutreiben. Aber vergebens. Sie ist knapp ein Jahr nach meinem Vater gestorben. Ich glaube, sie ist nicht so ganz über seinen Tod hinweggekommen. Das tut mir sehr leid. Wären wir reich gewesen, wären sie noch am Leben. Geld ist alles, was zählt. Spar dir die Mühe, mich umzustimmen. Ich möchte reich werden und das um jeden Preis. Soll ich dir verraten, was sie mir geboten haben, wenn ich Zorro aus dem Weg räume? So viel Geld wirst du nie im Leben zu Gesicht bekommen. Ich mache dir einen Vorschlag. Vergiss Zorro und wir teilen uns das Geld. Es ist so viel, dass wir beide uns alles, was unser Herz begehrt, kaufen könnten.
Na, was sagst du? Glaubst du wirklich, dass du mich kaufen kannst? Dass ich für Geld all das verrate, wofür ich bis jetzt mein Leben eingesetzt habe? Überlege es dir gut. Zorro ist für die Menschen hier ein Symbol der Hoffnung geworden. Das darf und will ich ihnen nicht nehmen. Sie vertrauen Zorro und glaube mir, das ist mehr wert als alles Geld auf der Welt. Na gut, wenn du es so willst, dann erwarte ich dich morgen früh in der Ruine draußen vor der Stadt, bei Sonnenaufgang. Ich wusste doch, dass er etwas verheimlicht. Gut, dass ich ihm gefolgt bin. Was ist denn? Ach, du bist es. Kannst du nicht einschlafen? Nein. Sag mal, Diego, musst du unbedingt gegen ihn antreten? Ja. Mach dir mal keine Sorgen. Du gewinnst, ganz bestimmt. Sehr schön. Ich bin bereit. Ist es denn wirklich unbedingt notwendig, Theo? Du kennst meinen Standpunkt. Sei doch vernünftig, verdammt! Was ist? Jetzt komm schon, Zorro. Zeig, was du kannst. Bringen wir es hinter uns. Los, wehr dich! Deine Beinarbeit ist immer noch genauso schlecht wie damals. Hast du gar nichts dazugelernt? Na los! Streng dich mal an! Ich kann's nicht. Ich bringe es nicht fertig, dich zu töten. Ich wusste es. Du warst schon früher schlauer als ich. Pass auf! Ah, verdammt! Theo, was ist mit dir? Was ist denn passiert? Kümmere dich jetzt nicht um mich. Ayar muss in der Nähe sein. Wer ist das? So, jetzt bist du dran! Du warst das, das wirst du büßen! Zappel nicht so rum, Diego! Denk daran, was ich dir beigebracht habe! Alles klar! Thank you.
Theo, bitte, halte durch! Ich bringe dich sofort zu einem Arzt. Du lernst es noch. Das war ja schon richtig gut. Theo, nein! Leid, dass er tot ist, Diego. Er war ein Freund. Ich konnte dir nicht mal mehr dafür danken, dass du mein Leben gerettet hast. Ich werde dich niemals vergessen, mein Freund.